In der letzten Episode. Ah ja, guck mal. Das ist okay mit Handy. 80% Feuerstahl und ein Wetzstein. Ja, wir laufen genau auf ihn zu. Okay. Super. Ach, der tolle Elch ist da. Gerade da, wo der... Ja, okay. Der Elch soll uns ja nicht hören. Da ist ja vollkommen recht. Okay, dann warten wir mal. Gut. Hallo? Ah, die Töne sind wieder da. Gut. Ich dachte, ich hätte das Spiel kaputt gemacht. Das ist der Aussichtspunkt, der Wackelige. Hm. Vielleicht machen wir es richtig. Ja, das war natürlich nicht der richtige. Ja, okay. Ich war wieder viel zu weit vorne. Man hat wieder viel zu viel gesehen. Und so geht's weiter. Hm? Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Episode 8. Ja, wir haben es geschafft, hier die zweite Polaroid-Zeichnung fertigzustellen. Und habe dabei entdeckt, dass ja da unten noch ein, ja, hier unten vielleicht nicht gerade, aber da unten da halt ein Hirschkadaver ist. Ja, wir waren in der letzten Episode am Namus. Teichrodungsfläche, kaputte Turm, haben dort drei Hirschkadaver gesehen, die wir alle nicht auseinandernehmen konnten, weil ein Elch an einem namenlosen Teich war. Also versuchen wir jetzt unser Glück woanders. Gut, die Stöcke, die nehmen wir gleich alle mit. Achso, das ist ein Zweig. So. Halt. Hervorragend. Ja, man sollte auch gucken, dass nicht gerade hier unten ein Wolf herumrennt. Das ist schon wichtig. Sieht aber nicht so aus. Ich habe ja noch gar keinen Wolf gehört. Also es könnte durchaus sein, dass hier nichts ist. Das wäre sehr erfreulich, weil dann könnte man das zurück ins Lagerbüro schaffen. Ja, und dann könnte man eigentlich gleich gucken, dass man das Fleisch auch abkocht, was vorm Lagerbüro ist. Also langsam geht auch die Temperatur rauf. Sehr schön. Deswegen... Ach, die Schösslinge. Die müssen natürlich auch gleich mit. 5 Birkenschösslinge. Ja, dann haben wir relativ viele Birkenschösslinge hier schon zusammen. Und der letzte. Sehr schön. So, nun zum eigentlichen Thema. So. Ja, okay. Das ist halt leider nicht anders möglich. Wir stehen hier 2:09. Aber es wird uns richtig, richtig, richtig warm. Hervorragend. Das hat auch super geklappt. Wir haben kein Wasser dabei. Alles klar. Dann hoffe ich, dass wir noch rechtzeitig zum Lagerbüro zurückkommen, dass wir da Fleisch abkochen können. Das hilft uns dann doch schon mal. Ein paar Tage, 2 vielleicht. 2 Nächte. Kommen wir da nochmal rum. Ja, ich bin's. Da haben auch den Fluss-Südzugang entdeckt. Ja, warum kommst du hierher? Ich weiß, dass ich nach Reh rieche. Ich bin aber nicht zu begatten. Gut, dann wird das mit dem namenlosen Teich heute nichts. Das ist einfach zu spät heute schon. Wenn wir da noch kochen, wir müssen auch noch mal Wasser kochen, dann wird mir das alles zu knapp.
gibt es auch noch Rohrkolbenstängel, falls man braucht. Ah, ist zum Glück sehr, sehr windstill. 2 Grad. Alles im grünen Bereich. Gut, das wäre zumindest mal schon mal erfolgreich. Weil das bedeutet auf jeden Fall, dass wir angeln können. Wobei die ja plus minus alle identisch fertig werden. Aber wir brauchen natürlich die Schösslinge. Müssen auch noch alle fertig werden. Also jetzt nicht die. Wir haben schon Birkenschösslinge zum Trocknen. Die sind auch, glaube ich, schon welche fertig. Dann haben wir noch einen Ahornschössling. 3 Stück, um genau zu sein. Auch die müssen noch trocknen. So. Hm, guck mal, das sieht schon richtig lecker aus. Tiefgekühlt halt. Weiß man ja bekanntlich, da wird Fleisch erst recht schnell kaputt. Ja, natürlich. Gut, dann machen wir es halt anders. 2. Rehfell. Ja, also hier sieht man schon, es sind schon ein paar Birkenschösslinge fertig und ja, da kommt ein ganzer Schwung dazu. Achso, nee, da haben wir ja gar nichts. Wir haben Federn. Sonst noch irgendwas. Achso, ja, dieses Signal. Ja. Das ist die 2. Lupe, okay. Gib mir mal die Stöcke. Mir ist auch das Buch und die Zeder, das ist erstmal egal. Wir nehmen das alles mit raus. Okay. Zumindest 1 Liter war. Achso, wir brauchen die Töpfe noch. Wir haben wahrscheinlich keine Töpfe dabei, richtig? Doch, wir haben 2 Töpfe. Krass. Dann haben wir tatsächlich 4 Töpfe hier. Nice. Hallo? Ist das echt? Achso, ich wollte gerade sagen, das ist echt kein Windschatten. Ist es doch. 80%. Ja, das ist doch schön. Ja, wir konnten jetzt bei dem Vorhergeschleicher leider nicht feststellen, wo eines der Fleischstücke hingekommen war. Wer kann sich noch daran erinnern? Da saßen wir hier auch, haben irgendwie einen Hirsch ran geschafft. Also einen kompletten Hirsch, haben das Fleisch abgelegt und ein Stück war weg. Also ja, erstmal alles raus. So, machen wir es natürlich von der Seite ein bisschen. Und das heißt hier erstmal Zeder und Zeder, ja gut. Okay. Warte mal, dann lass uns mal reingehen und die anderen Dinge noch holen, die man auch noch dabei kochen könnte. Das wäre einerseits die Dinger halt. Und dann natürlich die Dinger. Weil den Kochenskill halt pushen. Dann haben wir hier noch eine Tomatensuppe. Die stellen wir dann auch mal daneben. Naja. 5 Minuten. Dann bastel bitte einmal Birkenrinden. Weil wir sind auch noch nicht wirklich matschig. Da kann man natürlich noch eine ganze Weile hier draußen zubringen. Halbe Stunde, alles klar. Ja, okay, dann zweimal halt. Oh ne, ich kann wirklich ins Bett, glaub mir. Okay, dann machst du ja erstmal volle 2 Liter. Wind kommt günstig. Okay, dann noch bitte eine Birkenrinde. Ja, geht eh nicht. Ja, okay, der Wind ist noch günstig, alles klar. Auch hier bitte 2 Liter. Dann die Tomatensuppe raus. Yes. Die kocht jetzt, genau. Und die Pfirsiche. Ja, Schraub. Die kochen jetzt auch. Ja. 45 Minuten bis Schmelzpunkt. War das jetzt echt 11 Minuten? Worauf hast du da gewartet? Das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Das Feuer geht noch, was? Ach so, das war noch geschmolzen. Ja, okay, dann setzen wir die direkt wieder auf. Tja, hoffentlich bleibt das Wetter so. So, was sagt jetzt der AD-Skills denn hier drunter? Kochen-Skill. Oh, ganz kurz. Ich schaffe das mit den Tees dann schon. Tja. Ah, da ist noch mehr von dem Zeug. Okay. Ja, wir haben relativ viele Fackeln. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist halt auch mal ein Haufen Gewicht, was man da mit sich rumschleppt, was eigentlich nicht notwendig ist. Okay, die sind fast zu schade. Dann lass mich mal... Dann lassen wir mal zwei hier drin. Streichhölzer. Die kann man eigentlich auch Päckchen da lassen. Okay. Nur nach dem Wind gucken. So, dann will ich gerade mal durchgucken. Wie sieht es hier aus? Soweit eigentlich ganz okay. Ja, wir müssen halt auch deswegen nach den anderen Hirschen schauen. Weil die Schuhe, die wir haben, die gehen langsam leider kaputt. Das heißt, wir brauchen über kurz oder lang relativ bald neue. Und da brauchen wir halt zwei. Also wir haben schon zwei Rehe. Ja, okay, wir brauchen aber noch viel mehr Därme. Viel Metallschrott, zwei Leder. Ja, das wird wahrscheinlich nie was werden. Okay, mach das mal fertig. Interessantes Wetter. Dann machst du hier mal einfach die Tees schon mal. Und dasselbe hier. Und wir brauchen natürlich mehr Stöcke. Ja, da ist es ein Tee. Da sind wir auf Level 2 kochen. Sehr schön. Das heißt jetzt 10% Kalorien mehr. Das heißt... Warte mal, geh nochmal ins Inventar. Die haben 100, das heißt, wir haben jetzt 110 aus dem, richtig? Ja, super. Ja, zack. Ja, wir setzen dann aber nochmal was auf. So, und noch einmal. Ja, der Wind hat jetzt Gott sei Dank nachgelassen. Ach, kriegen wir Aurora, echt? Ah, warte mal, dann schauen wir doch mal rein. Ja, okay, er leuchtet schon. Ja, hallo? Ja, er leuchtet schon, hm? Da müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis wir da mehr haben davon. Okay. Noch ein Birkenrindentee. Und können wir da noch einen Birkenrindentee machen? Wir können noch einen Birkenrindentee machen. Wie viel haben wir dann noch? Noch einen, okay. Und der ist auch fertig. Okay, sonst haben wir jetzt nichts mehr. Nee. Alles klar. Dann, warte mal, dann mach das erstmal fertig. Dann setzen wir hier 2 Liter Wasser nochmal auf und müssen das natürlich hochziehen. Und da wir reingehen, brauchen wir 2 Stunden. Okay, der Rest vom Feuermaterial fliegt natürlich hier rein. Okay, du kommst auf 9, vielleicht auf 10 Stunden. 800. 693, 172. Nimmst erstmal die 2 Angefangenen. Ah, ist schon schick. Wir gehen gleich wahrscheinlich wieder raus. Ich will nur gucken, ob das jetzt funktioniert hier. Ja, hallo? Hm. Ja, das Spiel hat zu viele Bugs. Das ist leider nicht gut. Gut, da können wir eigentlich die 2 Stunden noch draußen bleiben hier. Für das Wasser. Es ist jetzt richtig, 1,16. Ja, dann können wir nämlich wieder ein paar Fackeln rausziehen. Querstrich Stöcke. Ja, das wird heute sehr interessant, heute das Schlafen. Jetzt geht's, okay. Hm.
Ich rechne diesem Phänomen mit ihrer Rückkehr, aber die Endergebnisse bleiben unbekannt. Ich hoffe, dass ich im nächsten Frühling weitere Daten zu diesem Phänomen sammeln kann und eine fortlaufende Protokollierung ist möglicherweise in Betracht zu ziehen. Gott. Ja, also eine Fackel kannst du auf jeden Fall schon mal rausnehmen. Gut zerlegen natürlich. Und dann machst du das fertig. Ein bisschen fertiger. Okay. Dann noch eine Fackel raus. Sehr, oh, die ist aber super. Schick die auch hier rein. Ja, okay. Wir sollten ins Bett. Haben wir echt das Fleisch noch an uns? Nee, haben wir nicht. Gut. Traum. Okay. 10 Stunden sind 750. Ja, von dem, das große Ganze, das kleine Halb. Dann passt es. Ja, ja. Wir können das easy vertragen anscheinend. Gute Nacht, der Herr. Okay. Das war das. Draußen steht noch genügend Wasser. Und, ja, ich schaue nochmal durchs Inventar, ob wir wirklich, wir sind relativ leicht, aber die zwei Dosen bleiben hier. Das ist ein Dreiviertel Kilo. Das essen wir mal, wenn wir wieder hier pennen. Wir müssen natürlich noch Wasser mitnehmen, aber das ist draußen, genau. Dann muss ich da hinten an die Kiste ran. Eins mal das. Einmal das. Zwei Tees von jedem, das ist mehr als genug. Das ist unser Zeug, das ist unser Zeug. Das Fleisch fliegt nach vorne raus, genau. Und dann muss ich noch die Signalpatronen loswerden. Die schmeißt man gerade hier rein. Halt, die Lampe brauchen wir vielleicht. Vielleicht. Wir haben wieder Sonnenschein, sehr schön. Ja, ich weiß, dass wir keinen Schusswaffen mit dem haben. Das war auch mehr oder weniger aus Versehen. Das sind nämlich unsere Töpfe. So. Da sind wir natürlich jetzt wieder deutlich schwerer, aber 2 Liter bleibt direkt hier. Ein Hirsch. Tja. Der hat Glück. Ja, ist natürlich jetzt noch relativ frisch, weil es noch früh am Morgen ist. Da müssen wir mal gucken, wie wir durchkommen. Wahrscheinlich in der Hütte erst nochmal aufwärmen. Ich hoffe, dass der Elch weg ist. Ich weiß, das ist eine sehr merkwürdige Hoffnung. Normalerweise hofft man eher, dass der Elch da ist, aber diesmal ist es halt andersrum. Minus 14 Grad. Es könnte auch sein, dass es so ganz langsam dann mal kälter wird. Das weiß man noch nicht. Und ja, also der entgleiste Zug ist noch abzugehen und ich glaube, die Holzfällerbaracken, wobei die wirklich nicht sehr hoch auf meiner Liste stehen. Weil die Holzfällerbaracken, die sind immer, also selbst im Schleicher, sehr mager bestückt. Und das heißt, im Interloper wirst du da erst recht nichts finden. Prozente halten wir dank des milden Wetters und der guten Kleidungsfunde sehr gut im Zaum. Ja, 3 Kampfhosen haben wir hier mit dem Jungen gefunden. So, da müssen wir auch mal schauen, wo nun wieder die Wolfsgeschichte unterwegs ist. Ich nehme an, das sind Zugkrähen. Genau. Ja, was ist jetzt mit dem Wolf da unten? Anscheinend gab es tatsächlich eine Spawn-Runde.
feel my feet. Man hört halt gar keine Wölfe, das ist sehr ungewöhnlich. Es ist halt doch ein Stück zu laufen. Hier, das ist ein Baumstumpf. Zu kalt weg. Ja, ich hab's verstanden, Junge. Es ist halt noch kalt. Okay, warum ist hier... kein Wolf? Das ist sehr ungewöhnlich. Also das heißt wahrscheinlich eher, dass der Wolf die Klappe hält. Das ist auch das tote Holz, was da drüben ist. Wenn du da durchgehst. Aber was ist das mit den Krähen hier? Leiche, okay. Wir gehen trotzdem hin, wegen der Feder, nicht wegen der Funde. Okay, haben wir dann doch mal was gefunden. Da denkt man schon, okay, dann lass wir es halt. Aber nee. Haben wir noch ein Fischchen gefunden. Ach, na toll. Ist natürlich jetzt hier mitten in der mitten im Nirgendwo. Der ist halt in einem Baum gespawnt und dann direkt auf uns aggro. Das hilft natürlich schon. Tja, Junge, da musst du halt rennen. Kommst du nicht drum rum? Guck mal, Bär. Der Hochsitz ist unsere einzige Chance hier, das Vieh loszuwerden. Ja, ich wollte gerade sagen, so leicht gibt auch ein Wolf nicht auf. Ja, okay, gut. Tja, sorry Kaninchen. Das war jetzt leider notwendig. Ich hoffe, der Bär frisst dann den Wolf. Ich fände das echt mal gut, wenn auch die Wölfe mal zu kämpfen hätten mit Elementen und nicht nur immer der Mensch. So, bin ich mal gespannt, ob der Elch noch da ist, ob sich das überhaupt komplett gelohnt hat oder ob das alles für die Katz war. Noch sieht's frei aus, aber das kann sich ja jederzeit ändern. Hallo, ich würde am Baum vorbeigehen. Nicht sicher. Jetzt heißt es mal aufwärmen und nicht schlafen. Ja, Junge, nur dass das klar ist. Okay, alles klar. Ja, dann gucken wir mal. Hier neue Federn. Okay, also der Elch scheint nicht mehr da zu sein. Dann kümmern wir uns als erstes mal... Ja gut, dann kümmern wir uns als erstes mal hier um den Hirsch. Es ist noch zu kalt für die ferneren Hirsche. Da ist er. Wie bitte was? Die Feder schwebt.
Okay. Ja gut, das dauert zu lang. Feuerchen her. Ja gut, dann Lupe natürlich, ist ja klar. Da muss man jetzt nicht hier so tun. Und ich weiß jetzt auch nicht. Wie mache ich denn ein Feuerchen? Come on. Ja. Wir brauchen echt ein bisschen mehr Wärme, Junge. Da kommst du nicht drum rum. Alright. Ach, jetzt beginnt es zu schneien, so Mist. Dann macht ihr halt alle rein und dann versuchen wir unser Glück. Dann ist es halt erstmal nur der hier. 2 Stunden 17, ja, naja. Okay. Warte mal, gab es noch Federn? Nee. Okay. Nichts wie zurück. Dann muss das Zeug erstmal hier ab und dann kommt es ab ins Journal natürlich. Ich mach's mal R wie Rotwild. Okay, das macht es mit den Hasen dann auch einfacher. So, jetzt machen wir Großbuchstaben, dann wissen wir das eher. Genau. Okay. Tja, Junge. Hm. Ja, ich fürchte, das wird jetzt eher ein Blizzard. Okay, was sagt denn unser Zunde und so weiter? Bestand, ja, da brauchen wir tatsächlich was. Machst du das erstmal? Ja. Das war zu erwarten. Genau, da war jetzt wieder Buch. Alles klar. Ja, dann lass uns mal ein bisschen Holz gewinnen. Dann bereiten wir uns einfach auf die nächsten. Ach so, das, das war die Bank. Ja, sowas. Schade. Ja, okay. Das lass mal. Dann kannst du da die Hand nehmen. Ich fürchte, wir kommen heute sowieso nicht raus. Und das Regal lass mal stehen. Das kann weg. Da war auf jeden Fall einiges an Holz. Jetzt will ich noch die Jalousien wegnehmen. Vielleicht kannst du noch den Fisch essen. Das geht nicht. Ja, das, ich hoffe, wenn sie da diese Safe House Customization bringen, dass du dann so Zeug halt auch wegmachen kannst. So einen leeren Farbtopf oder so. Oder verwenden, vielleicht noch besser. Ja, ich fürchte, das wird heute erstmal nichts mehr. Ja, okay. Hm. Das ist ja interessant. Das Problem ist halt, jetzt ist es halt wieder sehr spät abends, aber das ist natürlich cool. Dann versuchen wir unser Glück auf dem Turm, auf dem kaputten. Nicht schlecht. Ja, der Elch ist tatsächlich weg jetzt. Also da ist, die sind tatsächlich immer nur sehr kurz da. Ist halt eine reisefreudige Tierart. Ja, es wäre schön, wenn du hier ein bisschen laufen könntest, gell? Ja, dann nehmen wir den auseinander und wir gucken mal, ob wir den dann noch abgekocht bekommen. Das Fleisch, dann könnte man das essen. Für die Nacht. Ich habe natürlich jetzt das ganze Holz mitgenommen, aber dann ist es halt so. So, wie wir jetzt wissen, man muss einfach nur vorsichtig sein. Ja, genau. Darf halt sich nicht komplett durchfallen lassen. Ja, ein bisschen geht aber noch. Yes. Ja, dann schaffen wir heute nur einen Hirsch noch. Den anderen, da muss man halt mal gucken.
Da müssen wir vor allem gucken, wie es wolfstechnisch aussieht. Das wäre das am nächsten Tag frühestens was. Vielleicht auch noch viel später. Also das heißt Tage später. Wir waren vor 2 Tagen hier. Das heißt, vor 2,5 Tagen im Prinzip haben wir die Därme im Lagerbüro ausgelegt. Okay, ja, da ist auch schon noch ein bisschen Zeit totzuschlagen. Was sagt eigentlich inzwischen der Kadaver-Skill? Das werden wir mit den beiden nicht schaffen. Okay, das dauert jetzt schon wieder 2 Stunden. Ja, es ist zumindest nochmal aufgeklärt. Das ist ja ganz schön. Wir haben wieder Euro erreicht. Gut, wie weit sind wir jetzt? Ja, das kannst du vergessen. Okay, wir haben alles rausgeholt. Sehr schön. Ja, beim Interloper haben wir jetzt die Aurora-Häufigkeit nicht erhöht. Das ist also jetzt tatsächlich so, wie es halt das Spiel vorsieht. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht auch mal 2 Nächte in Folge halt Aurora haben kannst und dann einfach mal 3 Wochen lang nichts. Ah, cool, Mensch. Da will man gar nicht hingucken, wo man hinläuft. Ich hätte das nur wieder gerne ohne Musik. Also die Mod wäre mir auch wichtig. Und die Aurora-Musik ausstellt, weil ich glaube, das kannst du viel besser genießen, wenn es einfach ruhig ist. Naja, das wäre zwar hier eventuell sinnvoll, aber... Haben wir schon einen Wolf jetzt aggro? Der ist jetzt also auch hier, okay. Ja, wie willst du jetzt hierher kommen? Tschüss. Wenn man nur klettern könnte. Kommt er jetzt hier rum oder was? Anscheinend finden die Wölfe jetzt Wege. Und wenn er keinen Weg findet, dann findet er wahrscheinlich auch einen Weg. Oje, oje. Ja, Flucht voraus oder so ähnlich. Großen Bogen laufen. Vielleicht hilft es ja. Komm, das müssen wir jetzt schaffen. Das müssen wir schaffen. Wir müssen das schaffen. Wir müssen das schaffen. Bitte was? Das Kochen wird leider nichts. Okay, was immer jetzt auch mit den Bären war, ich will es gar nicht wissen. Hey. Ah, heute gibt es Musik, alles klar. Tja, Junge, wir warten trotzdem noch 1 Stunde. So viel ist klar. Okay. Du kriegst 10 Stunden. Wird jetzt schon ein bisschen eng. Wir haben noch einen halben Schokoriegel und die Salzkräger. So sieht's aus. Ich hätte dir kein Wasser geben sollen, denn das vernichtet brutal viel Wasser auf. Gut. Tja, da müssen wir uns bald auch um Wasser kümmern. Gute Nacht.
Was ist das jetzt wieder für Wetter? Stürmisches Wetter. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier schon das, Doppelte. Gut. Ja, das sieht nicht nach gutem Wetter aus, würde ich sagen. Wir bleiben erstmal drin. Wir müssen das erstmal abwarten. Ich schaue mal durch die Kleidung, aber das sieht soweit okay aus. Gut, da kann man erstmal nichts machen. Dann warte mal eine Stunde. Einfach damit wir mal gucken, wie sich das in der Zeit das Wetter verändert. Ja. Okay, das heißt, wir haben ja auch noch Fleisch. Ja, dann lasse ich das Holz einfach mal hier. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Ja, okay. Dann wird das mit dem anderen Hirsch auch nichts. Dann versuchen wir ja heute mal die Holzfällerbaracken. Ja, da drüben ist ein Wolf, hier ist ein Hirsch, also da fühlt man sich schon ein bisschen als Fremdkörper. Aber wir haben zwei geschafft. Das ist super. Was natürlich auch bedeutet, dass der weg muss. Seeausblick, den haben wir doch schon längst weggenommen. Der kann auch weg. Gut, alles klar. Stimmt, hinterm Damm hätte man noch einen gebundenen Fluss. Den könnte man zur Not auch noch mal. Also das heißt, es hieße, wir haben vier Därme im Lagerbüro. Damit könnten wir angeln und wir könnten uns einen Bogen basteln. Wir könnten damit natürlich auch unsere Stiefel machen, aber das wäre nachrangig. Das würde ich dann mit den Därmen, die hier sind, machen. Was natürlich dann auch bedeutet, dass wir nicht mehr alt sind. Es hängt dann jetzt halt von den Ahornschösslingen vor allem ab. Ja, okay, hier liegt ja keine Leiche. Stimmt. Die Ahornschösslinge, die im Lagerbüro liegen, die müssen erstmal trocknen. Dann könnte man es anvisieren. Schmieden zu gehen, weil dann hätte man Pfeil und Bogen. Muss auch dran denken, genügend Material mitzunehmen. Nicht so wie das letzte Mal, wo wir nur gerade vier Pfeile basteln konnten. Ja, ich hoffe, dass es da vorne jetzt nicht wieder Wölfe sind. Wie beim Jungen. Ja, was ist das? Ein Punkt geht an. Da liegt ein Stock. Was könnte es sein? Das ist, sind wieder die Wölfe zwischen den Türmen. Ein Hirsch, okay. Ja, dann versuchen wir unser Glück. Hallo. Rucksack liegt da nicht mehr. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie die Leichen alle nur umgetopft haben, also die Objekte, die halt rumliegen, also sozusagen einfach verschoben haben, oder ob es da auch welche gibt, die halt verloren gegangen sind, sozusagen. Also sozusagen die Vorherzahl nicht mit der Nachherzahl übereinstimmt. Okay, wir scheinen hier wolfsfrei zu sein. So, der nächste mögliche Wolfspunkt sind dann direkt bei den Holzfällerbaracken. Aber das werden wir dann noch sehen. So, ja, da werden wir uns gleich mal aufwärmen. Vielleicht haben wir ja noch Riesenglück und wir finden in dieser Leiche auch noch etwas. Ah.
Zumindest Federn. Oder auch nichts. Gut, alles klar. Die Federn nehmen wir mit. Aua. Der Baumstumpf. Holzfällerlager. Noch ein Topf, noch eine Dose. Hallo? Ja. Ich will aber nicht. Ne, sah aus, als würde aufklaren. Aber tut es nicht. Ich denke, wir sind relativ schnell durch. Genau. Ja. Wow, nur leere Container, ernsthaft? Ne, da ist was. Da haben wir einen Schokoriegel. Oje, oje. Da bei 51% hast du ja schon Probleme gehabt. Da rieche ich bei 21% nichts Besseres. Oh, es wird mir schon wieder so kalt. Im letzten Container müssen wir uns direkt wieder aufwärmen. Wohnwagen, Entschuldigung. Ja, genau. Bitte zum Öffnen der Dose ein Jagdmesser verwenden. Naja, zumindest ein bisschen Futter. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ein Stoff haben wir auch noch gefunden. Was ist das? What have we here? Naja. Etwas Unnützes. Geht das wieder los. So. Bist du fertig mit Kruschel? Echt, kruschelst du nicht mehr? Der Ton wird also nicht unendlich abgespielt, lustig. Ach, gucke mal. Da sieht es ja wieder nach Blizzard aus. Mhm. Das ist ja schön. War da jetzt was drin oder nicht? Ach so, genau, muss ich da nicht schauen, das ist eh alles leer. Wahrscheinlich finden wir deswegen nichts. Eine Zeitverschwendung. Okay. Hier noch irgendwo ein bisschen Futter. Ihr nicht. Schmitzel die Schmatz. Willst du den Stuhl zerlegen? Ach, guck mal, eine Jeans. Die wir nicht brauchen, ja, weil wir drei Kampfhosen haben. Tja. Da jetzt sowieso wahrscheinlich ein Blizzard kommt und wir uns aufwärmen müssen. Wie viel Wasser haben wir eigentlich noch? Nichts. Echt, wir haben 0,0, aber du zeigst es an. Okay. Ich sag mal, interessant. Jetzt ist wieder windstill. Sieht aber gar nicht gut aus. Bleibt man da lieber hier oder ziehen wir weiter? Wie sieht denn eigentlich die Futtersituation jetzt aus? Eine Nacht käme man noch rum. Tja. Wie viel Holz haben wir eigentlich? Ja, das ist doch die beste aller Fragen. Nicht genug. Nennt sich das. Anscheinend gibt es da unten ganz in der Ferne Wölfe. Ich würde ja eigentlich schon den Gang zum Lagerbüro wieder anstreben. Bei dem Wetter? Hm. Mal gucken, vielleicht kommt man da irgendwie rauf. Und da ein bisschen ausholt. Von diesem Fels und dann darüber. So hier. Komm, Junge.
Mach keinen Schabernack, ja? Bitte rauf, danke. Erstmal ganz rauf. Ja, da könnte man auch nochmal bei den Waggons schauen, ob da was unterwegs ist, wolfstechnisches. Sind wir zu tief? Eventuell ja. Wir müssen ein ganzes Stück weiter rauf. Am besten von hier. Ja, ich weiß, dass du Durst hast, Junge. Das ist mir schon bewusst. Gut. So, dann schauen wir noch mal. Ja, Junge, lauf. Okay, der Hirsch ist auf jeden Fall zu sehen. Wölfen aus. Wölfe sehen tatsächlich da vorne, echt. Ja, komm, runter, 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 runter. Hier, hier. Ich weiß jetzt nicht, ob die da vorne sind. Kann doch nicht sein. Warum findet man überall nichts? Ja, die sind tatsächlich da vorne. Okay, dann müssen wir anders zurück. Über den Seeausblick. Aber dann waren wir zumindest mal hier. Ja, danke für die vielen zahlreichen Funde. Das lohnt sich schon, hier mal vorbeizukommen. Okay. Rauf mit dir, Junge. Der Weg hier oben ist ja mehr oder weniger bekannt. Und Birkenritt finden wir auch. Sehr schön. Da haben wir zwar nicht zum Entgleisen Hof gefunden. Aber sonst viel. Ja, das war doch ein reichlich anstrengender Tag heute, Junge. Wir haben uns bisher aber, muss man wirklich sagen, hier exzellent durchmanövriert. Mehr als genügend Wölfe an der Backe gehabt, aber wir haben es uns immer rausgeschält. So. Cold. Ja, das heißt, wir haben jetzt 8 Därme, die hier für uns trocknen. Dazu 4 Felle. Da kriegen wir auf jeden Fall schon mal die Rehlederstiefel in der Zukunft zusammen. Das ist schon mal super. Getting kind of thirsty. Ja, ja, schon, Junge. Da haben wir doch elegant die Wölfe umrundet, Junge. Besser geht's nicht. Sagt selbst das Reh. Okay. Ab ins Lagerbüro. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall nochmal durch die Nacht. Ah ja, guck mal, Wasser. Ja, komm, 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 trink schneller. Das gefrorene Wasser. So, sehr schön. Okay, jetzt wird wahrscheinlich erstmal ein Blizzard kommen. Das heißt tatsächlich immer noch Rehhaut. Okay. 77%, das heißt, ja, bis Ende des nächsten Tages oder was?
Wahrscheinlich. Ja, dann dauert das halt zu lang. Genau, da müssen wir uns halt noch einen kompletten Tag um die Ohren schlagen. Theoretisch könnte man mal Rohrkolben sammeln. Rohrkolbenstängel halt. Dass wir da das zumindest mal gemacht haben. Und ach ja, was wir machen sollten. Wir sollten Holz sammeln, damit wir angeln gehen können. Genau. Weil die nächsten Därme sind noch mal 2 Tage weg. Da könnte man auf jeden Fall mal ein bisschen Futter besorgen. Um dann halt in nicht mal allzu ferner Zeit dann den Gang ins trostlose Marschland anzustreben. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.